weiß noch, wo sie ist. Panero? Nande omae ga iru nda yo? Sare kochi no serifu da yo. Douse mata mucha suru tsumori de shou? Nande mo nai tte. Honto? Honto ni mucha shinai ndattara, watashi ga tsuite itte mo daijoubu da yo ne? Ha? Enryou shinakute ii yo. Migero-san wa party no shitaku de oukyuu ni itta kara. Watashi, kyou wa mou shigoto nai nda. Hora, ikou yo, ikou yo. Penelo, wuhuhu! Kann ich jetzt auch bei Gambits machen oder eher nicht? Okay, eher nicht. Ich weiß in etwa, wo das ist. Moment, darf ich einmal die Weltkarte sehen? Danke. Warum sieht das so komisch jetzt immer aus? Also wir müssen auf jeden Fall nach unten. Das heißt, wir gehen da einmal, also nach unten. Ich kann das jetzt so schlecht zeigen, ne? Oder kann ich hier auch die Maus? Ne, okay, Maus seht ihr nicht. Wir gehen erstmal. Oh mein Gott, das ist aber. Ich hoffe, das wird irgendwann besser mit der Weltkarte. Ich würde nämlich ganz gerne. Wir gehen erstmal. Oh nein. Warte, aber das Erste, was wir machen, ist speichern. Damit wir diese Szene mit Penelo nicht mehr haben. Jetzt haben wir nämlich schon Penelo mit dabei. Oh mein Gott. So, und jetzt gehen wir los. Warte einen Augenblick, Baden. Nimm die hier an dich. Du weißt doch, dass es in der Gisa gefährliche. Okay. 3 Potions und 2 Fehler. Dass wir Gefecht jetzt gemeinsam bestreiten. Das heißt, du kannst mir über das Kampfmenü mitteilen, welche Handlung. Okay. Gambit? Gefährten können und Befehle. Ebenso kann eine Gruppenführung gewechselt werden. Okay. Du solltest aber das. Kannst du meine Gambits. Bla bla bla. Okay, jetzt kriege ich meine Gambits. Dann mal los! Jetzt fängt der spaßige Teil an. Wo wir uns eigentlich so gefühlt südlich, ja, ich weiß, wo das ist. Also, ohne Witz, ich weiß ganz genau noch, wo die ist. Es ist... Hallo, Gambits? Hallo, wo sind meine Gambits? Okay, habe ich doch keine Gambits? Waren das nicht damals... Waren das nicht damals einfach nur so, also wo, hä? Einstellung wird das aber nicht sein, oder? Nee. Okay, wir werden es ja gleich sehen, oder? So, wir müssen nämlich in die Richtung. Wir gehen nach da unten. Ich hasse, da kommen solche bösen Kackmonster. Erstmal umgucken. Also da kam noch halt so Wolfini-Maden. Was? Gut, ich sehe nichts. Ach, da kann man das Gambit. Ja, ach Gott. Soll so draufhauen. Yay, ein bisschen. Also das wusste ich echt nicht. Darum war ich so ein bisschen, mehr panisch. Kieserhase, Kieserhasen sind toll, genau. Da habe ich super viele Probleme mit gehabt, mit diesen Scheißdingern. Von daher werden wir uns erstmal den Hyänen hier widmen. Oh mein Gott, ich hasse es. Dann werde ich jetzt sammeln wie eine Elster. Aber ich habe echt keine Lust. Das war echt super kacke damals. Weil die haben echt reingehauen damals. Oh oh. Und jetzt? Oh, oh, nein, 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 nein. Nein! Ich wusste, dass sie mich töten. Das war damals schon so. Oh.
Habt ihr irgendwas geschrieben? Wartet mal, ich guck mal einmal ganz kurz. Ich glaube, mein Laptop ist stehen geblieben. Nee, alles gut. Oh. Tut mir sehr leid, dass ich euch jetzt alle wahrscheinlich angeschrien habe und ihr alle einen Hörsturz habt. Tut mir auch irgendwo nicht leid, tatsächlich. Aber ich wusste es einfach. Meh. So, nochmal. Hallo, ich hab's wenigstens angesagt. Das war mit Ansage. Da gehen wir einfach. Oh Gott. Da gehen wir einfach das. Ich meine, wir können. Penelo, du auch so tut, das muss ich einfach hinlaufen. Warte, wir gehen erstmal hier lang. Aber wir werden auch jetzt diese 44 Gil oder was da liegt, einfach mal da liegen lassen. Es gibt auch noch einen anderen Weg. Oh, guck mal, hier. Ich kann das sehen. Schatz! Meine Kronos drin ist doll. Wir gehen einfach anders rum. So, da kann ich nämlich noch mal einmal schnell hier vorbei. Ihr hört doch gar nicht, dieses Xer heißt eigentlich Scheiße. Auf Japanisch. Und ach, vorhin wurde diesen ein Kraftausdruck, also es war definitiv ein Kraftausdruck, den er benutzt hat. Und zwar war das der japanische Kraftausdruck für Schlampe. Also für, ne? Wer ein bisschen japanisches Verständnis hat, der hat das bestimmt mitgekriegt. So, warte mal, hier müssten wir jetzt wieder im Dorf sein. Oder? Ja, okay. Einmal ganz kurz, nein. Gehen wir halt andersrum. Ja. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Ich würde so gerne raus scrollen gehen, ne? Also ohne Witz. Nee, okay, hier geht es gar nicht lang. Vielleicht gibt es ja nachher noch. Also dieses Lachs hier auch, der macht mir auch. So, jetzt können wir den wahrscheinlich. Ja, gut, zu zweit ist es ein bisschen einfacher. Das wird ja später noch spaßig. Ein Echokraut, yay! Oh nein, wir müssen daher. Nein, oder? Ne, wir können, glaube ich, anders noch rumgehen. Ne, das Gieserhäschen will ich nicht töten. Ich glaube, wir können noch anders rum. Wartet mal, ich will es einmal ausprobieren. Wenn wir jetzt nach da oben gehen. Ich meine, wir gehen jetzt. Oh, hallo. So spät. Kann man nicht da einfach hochgehen? Wartet mal. Warte mal, wir gehen einfach. Nee, da gehen wir schon wieder nach da. Das, oh nein, wir müssen da echt lang. Bitte nicht. Als ob wir daher müssen. Gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit, diese Karte? Genau. Siehst du, da gibt es doch noch eine andere Möglichkeit. Wenn wir jetzt nämlich daher gehen, also jetzt hier so da, dann treffen wir wieder auf unsere Freunde. Wir halten uns jetzt einfach mal, wir gehen jetzt, wir halten uns einfach mal jetzt da. Ja. Es bleibt im Übrigen natürlich auch alles im Video enthalten. Ich lade das später auf YouTube hoch. So. Hä? Achso, ja, heil uns. Heil uns. Okay, danke schön für die Heilung. Bisschen. So. Und dann einfach wieder wirklich am äußeren Rand entlang. Nach unten. Das war aber knapp. Hallo, Herr Gieserhase. Warte, wir gehen jetzt zum Gieserhäschen. Hallo. Heil. Ist es nochmal heil? Zufällig? Komm. Heil uns. Heil, Penelo. Du sollst Penelo heilen. Los. Los, du bist süß. Heil, Penelo.
Los! Okay, dankeschön. Also Häschen sind immer freundlich. Immer dran. Denkt immer dran, wenn ihr einen Hasen trefft. Ist immer der beste Friend von euch. Ist einfach nur ein bisschen. Jetzt sind wir nämlich schon hier. Aber ich weiß, es gab auch so Bodengedönsel später, ne? Jetzt werden wir uns also erstmal hier in den Kampf schmeißen, ganz mutig. Aber ich werde definitiv nicht gerne mehr dahin gehen. Hallo? Also das ist noch ein bisschen nervig, dass ich nicht weiß, wo ich das Gambit einstellen kann. Willst du mich heilen? Zufällig? Komm. Heil mich. Was machst du denn? Danke. Schön. Yay, eine Wollmütze, die ich noch nicht anlegen kann. Ich bin echt der Master auf diesem Spiel. Manchmal. Aber wo sind der andere? Da? Okay. Hier geblieben. So. Ahahaha. Warte, wo wollte ich da überhaupt hin? Wir gehen noch einmal ganz kurz nach da gucken. Warte. Nein. Also das. Ich glaube, da geht es nämlich woanders hin. Genau, da wollen wir nämlich noch gar nicht hin. Aber ich dachte, hier wäre irgendwo so eine Falle auch noch. Was mit dem Gambit kommt noch? Lizenzen sind erstmal wichtiger, ja. Aber das finde ich so ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig, da ich ja so ein, ja, sagen wir mal, ein alter Hase bin. Kann ich das nicht halt mit dem Paladin und Gedönse. Das hat sich ja alles wirklich sehr. Es ist ja alles sehr Final Fantasy 14-like. Da werde ich erstmal so ein bisschen gucken, vielleicht mich auch ein bisschen beraten lassen, mit was wer was machen soll. Okay. Yay, ein bisschen Glück. Ist unser Freund der Hase da? Hier, komm, heil mich. Komm. Ich muss einfach so ein bisschen stehen bleiben. Komm. Heil mich. Heil mich auch. Komm, heil Penelo. Wunderbar. Kann es nämlich alles weitergehen. Ich glaube, sie ist nämlich hier, die wir suchen. Genau, hier ist nämlich auch. Ja, da steht schon. Einmal kurz speichern. Ja, wir wollen speichern. Einmal das erlebte Abenteuer speichern. Und schon sind 1,5 Stunden weg. Oh mein Gott. So. Hallo. Ja, ich bin Jin. Wieso? Was? Mascha sagt, ich soll sofort zurückkommen. Oh, was mache ich denn jetzt, ob es schon geht? Wieso soll es denn nicht gehen? Nein, tut einfach noch zu weh. Und das, obwohl ich noch nicht alle Sonnensterne zusammen habe. Diese blöden Monster sind an einem schuld. Als ich vor denen weglief, habe ich mir den Knöchel verstaucht. Dabei bräuchte ich nur noch einen einzigen Sonnenstein. Ich werde nämlich noch etwas ausruhen. Seid ihr eigentlich extra wegen mir gekommen? Ja, nur wegen dir. Dann benötigt ihr also einen Sonnenstein. Deswegen habt ihr mich gesucht? Wenn Marshall ihre Erlaubnis gegeben hat, spricht wohl nichts dagegen, dass ich euch einen Schattenstein gebe. Was könnt ihr einen Sonnenstein gewinnen? Ich erkläre euch auch, wie es geht. Also wir müssen jetzt halt, wie gesagt, in diese verschiedenen Regionen laufen und nimmt diese Energie in sich auf. Ein Fels, der so grell leuchtet. Genau, das sind halt diese Felsen, wo wir jetzt hin müssen in jedem Gebiet. Genau, da müssen wir jetzt zurück. Oh, es sind sogar jetzt auf der Landkarte. Oh, ein R. Okay. Also, wie gesagt, damals war das nämlich nicht so. Da war gar nichts eingezeichnet. Da durftest du es nämlich schon suchen. Aber ganz ehrlich, wenn man sich so ein bisschen hier umguckt. Hallo? Sollte man das eigentlich sehen, wo die sind? Genau. Zwischendurch machen wir immer so ein bisschen den hier. Das müssen wir alles. Oh, oha. Ich
Ich würde arbeiten, auch zum Obsidian. Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob die auch diese Energie verlieren. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Oder ich glaube, die anderen geben halt nicht so viel und du musst echt alle einsammeln, damit du nachher halt dieses Ganze wirklich hast. Trotzdem will ich alles mal so ein bisschen hier töten. War das nicht damals, dass er das auch ein bisschen verloren hat? Ich bin mir gerade überhaupt nicht so sicher. Sind wir immer schön geheilt? Wie gesagt, geht die Hasen wirklich nicht an, die heilen euch. Sind wir aber auf der anderen Seite nicht noch irgendwo? Ein... Da. Ja, ist auch egal. Wie gesagt, ich benutze das jetzt einfach, als würde ich nicht 100 Jahre noch hier rumlaufen. Oh nein. Wir werden definitiv, glaube ich. Warte mal. Also ich will auf jeden Fall dieses komische Ding da irgendwann töten. Definitiv. Erstmal hier Töti-Töti machen. Das ist ja immer scheiße sein muss. Das ist sehr interessant. Da hinten ist der. Okay. Manchmal muss ich auch ganz ehrlich gestehen, bin ich auch so einer von den Menschen, die einfach dann irgendwann mal nichts mehr sagen, weil die so da konzentriert sind, irgendwas hier zu farmen oder so. Ich kann mir das gut vorstellen, später, wenn wir irgendwie was farmen müssen. Oh. Oder wir müssen noch mal einmal kurz in den Bereich. Ich bin mir jetzt mal gerade nicht sicher. Da ist einer, aber hier ist auch noch eine Kiste, komischerweise. Ich bin doch nicht so nah an irgendwas. Genau, das ist. Ach so, wir sind gerade hier in dem Bereich. Oha, okay. Also ich bin aber so ein Mensch, ich farme dann auch gerne mal, wenn ich jetzt später, wenn es später um die Lizenzen geht, damit wir alles benutzen können. Definitiv. Da freue ich mich auch super auf beispielsweise, wo ich immer damals gefarmt habe, war glaube ich Richter Dingsbums. Richtfeuer Redora. Warte, wo ist denn der freundliche Hase? Wir laufen einmal schnell zum Hasen. Hallo, heil uns. Heil uns. Heil uns. Kannst du es doch mal Hasen? Hase, heile mich. Heile mich. Komm. Heil mich. Komm schon. Du willst mich heilen. Heile mich. Heile mich. Oh, das ist so süß. Ich will sowas haben! Oh mein Gott. Also definitiv werde ich mir den Gieserhasen auch auf meine Haut machen lassen. Ich finde ihn so hübsch einfach. Der war schon ein bisschen heftiger. So, zack. Ich würde so gerne den Leuten da jetzt die vermöbeln. Lass uns ein Djinn zeigen. Hoffentlich hat das geklappt. Also es wäre so nice, ne, wenn ich jetzt einfach da rumgehen könnte. Und aber dieser Wolf, diese Wolfinator oder so, wie die heißen. Oh, wir sind schon da. Okay. Ah, oh, ihr habt es geschafft. Das ist ein richtig schöner Sonnenstein hier. Hallo. Darauf könnt ihr euch etwas einbilden. Ich hätte nicht gedacht, dass zwei Stadtmenschen so gut im Sammeln von Energie wären. Masche warnt uns immer vor dem Werwolf. Ja, das haben wir auch gemerkt, weil der so hungrig auf Menschenfleisch sei. Aber es war ja auch nur eine Mutprobe aus Spaß. Außerdem ist Toto schuld. Er hat uns angestachelt. Das erzählt ihr aber nicht den Erwachsenen, ja? Und plötzlich geht der Fuß auch wieder. Sieht so aus, als ob es meinem Fuß wieder besser geht. Kommt, wir gehen im Einmarsch zurück in die Siedlung. Wer zuerst heißt, gewinnt. Ich würde mich lieber umdrehen.
Ich laufe im Übrigen auch immer so. Ach, ich liebe dieses Spiel einfach zu sehr. Ich habe Jin zurückgebracht. Er ist zwar gutmütig, aber dafür öfter auch etwas geistesabwesend. Gut, das bin ich ja. Danke, dass ihr ihn heil wieder zu uns gebracht habt. 50 Gil, okay. Mhm. Ist das Jins Sonnenstein? Hoffe, ihr wisst etwas mit ihm anzufangen. Sind wir nämlich fertig? Ich möchte aber ganz gerne einmal ganz kurz gucken, was der Krämer. Okay, das ist beispielsweise der Typ, der Kartenhändler, genau. Pistazio. Ach ja, komm, nehmen wir mit. Haben wir gerade mal. Und jetzt möchte ich nämlich ganz gerne gucken, ja. Ob die vielleicht Rüstung. Ich gucke einfach. Ich gucke nur. So, wir Frauen, wir gucken nur. Bei hier haben wir nämlich noch ein Breitschwert. Aber man sieht immer nicht. Also ich bin immer so gewesen, ich hatte wirklich immer alles, ich hatte immer alles ein einziges Mal. Und dann mache ich Pinedo als Rotmagierin. Ich bin mir unsicher. Also das war definitiv damals ein bisschen einfacher. Schade, guck mal, da hätte man vielleicht auch dran schreiben können, dass man dann hier irgendwie Samurai oder irgendwas sein muss. Würde ich tatsächlich besser finden. Weil jetzt natürlich, warte mal, aha, interessant. Jetzt muss man natürlich erstmal hier gucken. Er könnte es schon haben. Ich bin mal so ein bisschen, ich will mal so ein bisschen gucken, erste Hilfe. Bei mir war Panelo immer Maschinist und später kam noch der Weißmagier dazu. Also das ist halt so eine Sache. Das ist jetzt so die Sache, die ich beispielsweise überhaupt nicht einschätzen kann. Ich bin echt das komplett Alte gewöhnt. Darum muss ich echt so ein bisschen gucken, was wir machen. Das ist jetzt sehr, sehr neu für mich. Vor allen Dingen bei mir waren damals später alle alles. Also das würde ich halt ganz gerne so auch machen. Top. Machen wir das mal einmal. Ja, MP beispielsweise brauche ich überhaupt nicht, weil jemand zaubert er. Das müsste man sich vielleicht auch mal so ein bisschen. Schade ist noch nicht. Ich meine, selbst hier. Also der Waisenring müsste eigentlich. Was ist das? Genau, Weißmagie. Ich will mal aber so ein bisschen gucken. Das würde mich interessieren. Da weiß ich beispielsweise überhaupt noch nicht, wie ich da hinkomme. Aber da ich ja eh viel leveln werde, das ist eigentlich Banane. Also ich kann ihn jetzt so ein bisschen aufrüsten, definitiv. Und die werden auch erstmal so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ich erstmal so machen. Bei Pinelo bin ich mir erstmal ein bisschen unsicher. Da würde ich erstmal das so ein bisschen lassen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was der Maschinist macht. Das ist ja alles so ein bisschen, also ein zielsicherer Schütze, der seine Beute nicht entkommen lässt, also mit Bogen. Also da weiß ich beispielsweise, Feuerwaffen? Ach nicht, Feuerwaffen, okay. Und der Jäger hat wahrscheinlich den Bogen, ne? Ne. Hallo? Also ich weiß, dass Fran bei mir immer irgendwie Bogen und irgendwas mit Magie hatte. Also ich hab dann auch immer teilweise eher so ein bisschen auf die, wenn wir im Kampf waren, war ich immer lieber so ein bisschen auf dem Bogenschützen, weil man so ein bisschen das Areal ein bisschen besser weil man so ein bisschen besser das alles einfach abschätzen konnte. Also ich bin echt da so ein bisschen
Da bin ich echt ein bisschen gerade überfragt mit diesem Ding. Aber sie können jetzt beispielsweise auch Paladin machen. Hat der verführen? Das ist natürlich auch cool. Pass mal auf, ich werde jetzt einfach mal auch den Maschinist machen. Und dann, ja. Gucken wir einfach mal. Oh. Sagte sie. Ah, nein! Okay, egal. Dann werde ich mir jetzt erstmal kurz mein Breitschwert kaufen. Ja. So. Da ich ja weiß, dass ich mit Pinelo nachher nie so viel spiele erstmal, würde ich aber trotzdem, glaube ich, oder ich lasse sie erstmal so ein bisschen und werde ihn ein bisschen ausrüsten, definitiv. Ja, na, ich lasse Pinelo erstmal, das kann ich mir nachher noch, da kann ich mir nachher noch aussuchen. Ich weiß nämlich, dass ich nicht so lange mit ihr spiele. Wenn du übrigens einen Char das Doktor irgendwann anlegen willst, braucht dieser die Pikinier-Klasse, okay. Sehr gut, das ist natürlich klar. Wie gesagt, ich bin da so ein bisschen natürlich verwöhnt von diesen damaligen Sachen. Dass du wirklich allen alles anlegen konntest irgendwann. Und eigentlich würde ich das ganz gerne auch in diesem Spieldurchlauf machen. Aber anscheinend ist es nicht so der Fall, dass man das überhaupt macht. Naja. Vielleicht muss man auch sich so ein bisschen im Vorfeld vielleicht ein bisschen Gedanken einfach machen, wie man wirklich spielen möchte. Bestimmt ist dann auch so, wird es wahrscheinlich auch so sein, dass beispielsweise einige sagen hier so, ja, aber Pinelo, die darf halt keine Weißmagierin, weil die Attribute zu schlecht sind und so. Ja, ach mein Gott. Ich glaube, jeder kann alles machen, oder? Oh ja, also viele versuchen das ja einfach so maximal maximal das Beste draus zu machen, was so geht. Oh mein Gott, ich darf endlich diesen Schatz mitnehmen, ne? Nee, Van. Hm? 2人 de toude shita no tte kekkou hisashiburi datta yo ne. Tanoshikatta yo. Ja, o mise modotte ru ne. Hontou wa Migero-san ni rusuban tanomarete tan da. お願いだから危ないことはやめてね。嫌だよ、怪我とか。いなくなるとか。俺だって嫌だよ。ならいいんだ。じゃあね。 ごめんな。 Also für Pinelo werde ich das wahrscheinlich später erstmal machen.